Jetzt schon? Nachsichtig, herausfordernd, tödlich. Also, medium. Neuer Speicherplatz. Genau, mal gucken, wie viele Charaktere es gibt. Wie viele ich davon killen kann. Und mit wie vielen wir am Ende durchkommen. Schauen wir mal. Ey, ne, also, wir sind gut durchgekommen. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Und ich bin sehr gut darin, die falschen zu treffen. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere sind tödlich. Wähle weise. Ey, zum Glück bin ich nicht allein. Ich hab euch. Ich hab euch, Leute. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Da kann gar nichts schief gehen. Ich mache auch nochmal einen Call hier bei Twitch. Wir warten kurz. Akkad, 2231 vor Christi. Nein! Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Ist noch Deutsch. Du hast Glück, Herr. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. Wir machen gleich die Stimmen noch lauter. General, wir sollten hier weg. Der König. Sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gothäer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Okay. Ich würde kurz mal Audio, Gesamtlautstärke, Musik ein bisschen weniger, Effekte weniger, dass das im Vordergrund steht. Und noch ein bisschen hier lauter machen. Da. Ja, dass man das schön mitkriegt. Ja, und Kettenrüstung für einen Bart, Alter, der hat einfach den freshesten Helm überhaupt. What? Ja, ich, aber ey, wenn ich König wäre, hätte ich auch nur so, also, ne, ist ja klar. So, speichern.
Fortsetzen. Okay. Nicht sagen, ey, das ist mein König. Wie ihr befehlt. Drück im richtigen Ablauf, die richtige Taste. Okay, welche? Welche soll das sein? Achso, einfach nur Maus. Okay. Okay. Ah! Achso, links und rechts. I see. Okay. Danke, Tutorial. Zielen, drücken, Attacke. Danke, danke, mein König. Danke, danke. Ja, nee, ich glaube, der König, der ist sick drauf, Alter. Wenn ich mich dem widersetze, bin ich der Nächste, der. Jetzt echt nicht, dass es unsere Tochter war. Diese Anspielung hat mir nicht gefallen, Mann. Oh! Oh, er ist gut! Er ist gut! Richtig gut! Okay, okay. Ja, yeah, you don't mess with him. Holy cow. Ein riesiges Abbild von sich selbst. Der macht's richtig. Leute! Was hat der für eine... Okay. Oh shit, Mann. Götter, gib mir Stärke. Er ist auch tot. Mach zu, das Brett!
Hätte ich das Mädel nicht umgebracht, hätten wir noch jemanden. Safe. Du weißt nicht, was da draußen wartet. Hilf mir, gut her. Ja. Ja, gemeinsamer Feind und schon. Was lauert dort? Was hat die Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Mein Herr. Ihr seid frei von seinem Wahnsinn. Das sind wir alle. Frei? Frei zu sterben. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch hier chillen mit dem Monster. Aber wie sieht's aus? Was ist das? Safe vier Beine, irgendeine abgefrickte Chimera. Chimera. Oh mein Gott. Ich hoffe auch, es ist nur eins. Ich hoffe, es ist nur eins. Hilf mir damit. Sehr gut, immer wieder zu machen. Mir nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Vierbeiner. Na, der sieht uns. Drücke im Rhythmus des Herzschlags. Oh Gott. Nee, mach doch sowas nicht. Eine Ratte. Wie viel Staub noch was für unseren König? Ihr Opfer brachte ihm nichts. Objekte aufzuheben. Aha. Ah. Ew. Okay, was steht da? Vorahnung? Das sah nach einem Zombie aus. Ah, nee, okay, es ist unser Boy, der sich irgendwo hochziehen muss. Okay. Okay, was? Ja, warte, Bruder, wir schauen uns nochmal um. Vielleicht sind hier noch mehr Hinweise. Könnte versteckte Informationen geben.
Ja, Chip. Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Okay, okay. Chimera. Das verfolgt uns. Flügel hat's wahrscheinlich auch. Ah, wir sind so gescrewt, ey. Okay. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es, einen nach Hause zu bringen. In Sicherheit. Entschuldigung, ja. Nicht nach Hause. Hilf mir damit. Hilf mir damit, bitte. Ganz miese Vibes. Ganz miese Vibes. Du zuerst. Ja. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Ja? Sure. Was ist das für ein Anhänger? Das geht dich nichts an, Akada. Wie kommen wir hier lebend raus? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. So sieht's aus. Wer noch ihr beste Bros, Alter. Am Anfang wollte ich ihm noch den Kopf abhacken. Was war das? Wie viele Wege führen in das Grab? Wir sind hier nicht allein. Hier drüben. What? Jetzt schon? Versteck dich, Alter. Lauf. Ja, Janu! Janu! Aber da oben ist das... Ist, okay, das Vieh ist außen rumgegangen. Es weiß einfach Bescheid. Es kommt! Ich weiß. Akada! Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Wenn wir beide fliehen... Sterben wir beide. Halt dich bereit! Oh mein Gott! Kämpfen. Ja, verraten brauche ich ihn jetzt nicht. Und ich habe es jetzt erst wieder gedacht, du meinst, dass wir so einen Bartschutz haben auch, ne? Fuck, 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 jawohl! Jawohl! Nein! Ich muss auf das Weiße achten. So, bitte, ich bringe hier die Leute raus. Well, das war ein kurzes Playthrough. Aktualisiert. Ha ha ha!
geil. Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Das hat meine Mathelehrerin Frau auch immer gesagt. Führen Sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden Sie den Weg zur Erlösung oder verlieren Sie sich im Dunkeln auf ewig. Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Drago. Was genau diese das Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Sie fragen sich wohl, wer ich bin und wo Sie sind. Ich bin der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen. Oder sehr töricht. Doch vielleicht steckt mehr in Ihnen als gedacht. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir die Hack von Hagrid's Quarry. Er gibt so ein bisschen Vibes ab, ja. Oder scheitern. Wir scheitern nicht. Alles gut. Das ist mir noch nie passiert. Alles cool, alles cool. Oh, kleiner Timeskip. Kleiner Timeskip. Zuversichtlich intolerant. Kanon, bitte Reise. Eric King. Rational und unsicher. Bei Amis. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Tut mir leid für die frühe Ankunft, aber die Zeit drängt. Verstehe, Colonel. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen.
Mach den Mund zu, wenn du kaust, Mädel. Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind? Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Kolchak. First Lieutenant Kolchak. Na? Besprechungszimmer? Ja, okay. Was ist Marine? Schon genug? Rachel King. Auch King mit Nachnamen? Befehlend und grob. Nick Kay, rechtfertigend romantisch. Ich dachte schon gerade hier, im Besprechungszimmer geht's ab, du. Was Party? Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Das frage ich mich auch gerade. Ich weiß, wo ich ohne dich wäre. Seine Schwester. Oder seine Frau! Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Sieh dich wieder an. Spicy.